Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dauntless. Ja, Dauntless ist aktuell ja auf meinem Kanal ja irgendwie gefühlt ausgestorben, was für mich ja aktuell ja den Grund hat, dass der Content oder beziehungsweise dass ich ja auf den großen Patch warte und dann damit wieder loslege. Was ich eben ein bisschen schade finde, da Dauntless ja eigentlich aktuell ja das Aushängeschild war auf dem Kanal. Nichtsdestotrotz werden weiter Videos kommen. Und ich habe ja noch angekündigt oder be bekannt gegeben, dass ja ich zu jedem Behemoth ein Video auf dem Kanal habe oder haben will. Und es fehlt zum Beispiel noch Rezakiri, den wir tausendmal gefühlt jetzt im Livestream umgenietet haben, um das Schwert bauen zu können. Aber wir haben ihn noch nicht als Videoformat umgenietet. Das wird sich jetzt ändern. Wir werden ihn jetzt legen. Was gibt es eigentlich Neues zu sagen? Also wie gesagt, Dauntless als Livestream. Weiß ich nicht, ob das jetzt mal die Tage wieder kommt. Ich habe so ein paar kleine andere Spiele aktuell im Petto, die ich gerne mal streamen würde, wie zum Beispiel The Forest oder so. Mal gucken. Aktuell räume ich ja auf dem Kanal ja mit verschwendeter Zeit auf, die ich in Games gesteckt habe und jetzt alte Let's Plays wieder, ich wollte sagen, wieder von vorne anfangen, aber jetzt wieder zum Leben erwecke, damit ich sie beenden kann, weil ich Angefangenes nicht gerne liegen lasse oder beziehungsweise nicht unbeendet liegen lasse. Das ist so aktuell der Stand und wie gesagt, mit Dauntless wird es demnächst weitergehen. Ich glaube, Ende des Monats oder so oder nach der Season wollten sie den Season Pass rausknallen. 6 Tage läuft er noch. Ich habe jetzt auch gefühlt, glaube ich, fast eine Woche lang kein Dauntless mehr gespielt. Weil eigentlich hatten wir ja vor, ein Bild nachzubauen. Aber dafür fehlen mir aktuell die Sphären. Deswegen komme ich damit auch nicht momentan voran. Und ich habe momentan echt viel Lust auf andere Spiele. So. Nicht mehr lange um den heißen Brei reden. Rezakiri ist das Stichwort. Den bekommt ihr, glaube ich, gleichzeitig mit Shroud. Ist ein weiteres Lichtbehemoth. Die fliegende Disco-Kugel nenne ich sie auch gerne. Ist eigentlich easy zu legen. Hat jetzt nicht so große, ich sag mal, Schwierigkeiten, den zu töten. Jetzt sind es bei ihm sein einer seiner Angriffe, der gefühlt sich wie ein Streubomben anfühlen. Wird 100 Pro auch gleich kommen. Die ganz schön Schaden anrichten können, wenn man getroffen wird. Aber wir werden jetzt nicht gleich getroffen. Hoffe ich jedenfalls. Und ansonsten hat er eigentlich nichts Besonderes, ähnlich wie Valomir. Stellt er eine Kuppel auf, aus der man sich erstmal rausboxen muss. Und er macht ähnliche Angriffe, also hat auch einen Laserbeam drauf. Nur, dass er ihn fächert. Und ansonsten, wie gesagt, hat das Ding nicht viel drauf. Außer Zahnbelag. So, jetzt habe ich es gesagt. Na komm schon, mach bereit. Optisch gesehen spielt die Person hier auf Teilschaden, also dass sie Teile abtrennen will. Ob das jetzt so clever ist? Jetzt glaube ich erstmal hier den Desktop lauter machen, damit das Game auch ein bisschen besser zur Geltung kommt. Weil ich habe aus Versehen, oder was heißt aus Versehen, ich habe ein bisschen an meinem Setup rumgepinübelt, penübelt bei OBS und ich weiß nicht mehr, was ich vorher alles an Einstellungen drin hatte. Es könnte zum Beispiel sein, dass ich jetzt weitaus lauter bin als vorher. Wofür ich mich auf jeden Fall entschuldige, wenn das der Fall sein sollte. Versuche mein altes Setup eigentlich noch hinzukriegen, weil ich ein paar neues Overlay drin habe. Da hat es mir dann natürlich die kompletten Einstellungen verhunzt, man kennt's.
Habe ich jetzt kein Internet mehr? Doch, ich habe noch Internet. Was ist? So, Freunde, da sind wir wieder. Das war jetzt mal ein bisschen ungeplant. Hat auch ein bisschen länger gedauert, jetzt hier wieder eine Lobby zu finden, weil ich Schwachmat natürlich erstmal frei rumgelabert habe, während wir wieder connected haben mit dem Server. Und dann habe ich noch bei dem Internet-Test natürlich Musik abgespielt, die da nicht hingehört. Das heißt, ich freue mich schon auf das Schneiden. Yay! Meine nicht von den Schneideskills, würde ich gerade sagen, meine nicht von den Schneideskills unter Beweis stellen. Das wird spannend. Spannend, sage ich euch. So, jetzt hoffen wir mal, dass das Ding nicht wieder abbricht. Beziehungsweise, dass wir jetzt wieder nicht den Connect verlieren. Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, woran das jetzt eben gelegen hat. Server broke, man weiß es nicht. Müssen wir das Vieh aber erstmal wiederfinden, weil eben hatten wir es ja direkt vor der Nase, als wir vom Server gekickt worden sind. Würde mal sagen, das Licht da hinten. Irgendwo da. Ja klar, sage ich ja. Das Gute ist, wir kämpfen gegen das Vieh nicht in der Nacht. Das heißt, ich brenne gleich nicht die Augäpfel weg. Da haben wir den Bombardement-Angriff, aber in der leichten Variante. Aua. Ich muss erstmal wieder in das Game reinkommen, weil, wie gesagt, seit knapp einer Woche oder so kein Dauntless mehr. Da ist schon mal die Luft raus. Für alle Leute, die sich fragen, wie zum Beispiel sie an den einen Stein kommen, oder ich glaube, den braucht man zweimal. Einmal. Weiß ich jetzt nämlich nicht. Den Stein, den man braucht für das Schwert, den bekommt ihr, wenn ihr hinten am Schwänzchen den Teil brecht. Da bekommt ihr den her. Ich glaube, für dieses eine Teil, ich glaube, zweimal braucht man das. Einmal hatte ich es persönlich liegen, als ich mir das Schwert gebaut hatte, um das Schwert bauen zu können. Und ich glaube, dafür haben wir das Ding, glaube ich, gefühlt 20 Mal umgenietet, bis wir das endlich mal hingekriegt haben, dass das Teil unten bricht. Noch einmal mal ein bisschen in dich rein. Wie gesagt, rein theoretisch ist das Teil nicht so die Gefahr. Beim ersten Mal, denke ich mal. Aber das ist ja wie bei jedem Behemoth so, kriegt man dezent einen auf die Nuss. Weil man ja halt nicht die Angriffsmuster kennt, beziehungsweise allgemein die Fähigkeiten kennt. Die Funkeblasen des Todes. Ich hätte am liebsten, dass das Teil liegt. Ja, Laserbeam. So, jetzt wird er gleich wieder klein. Oh, diesmal nicht. Habe ich irgendwas verpasst? Ha. Nein! Oh, ich bin aufgestanden. Oh, ich bin aufgestanden. Oh, ich bin so ein Dulli. Komm schon, heb ihn auf da. So, den haben wir. Der ist draußen. Oh, ich habe vergessen, dass das ja einer ist, wo man sich nur einmal wiederbeleben kann. Ah. Wenn wir es verkacken, dann schreibe ich es mir ganz groß auf die Stirn. Ich habe noch eben gesagt, der ist gar nicht so schwer. Aber ich kassiere hier gerade übelst von ihm. Muss ich nochmal recherchieren, ob das beim letzten Mal auch so übelst war. Ja gut, ich weiß, dass ich von dem Angriff übelst kassiert habe. Okay, du hebst auf. Was brennst du erstmal, mein kleines Sahnetäubchen? Das ist ein Mistkäfer. Und da bin ich dann echt mal gespannt, wenn das Update kommt und die Behemoths auch noch Attacken von anderen Behemoths mit drauf haben. Das wird echt lustig. Stellt euch mal den hier vor mit den Fähigkeiten von Shroud. Wäre das nicht witzig? Aua.
in dem schwarzen Nichts auf einmal die Disco-Kugel. Das wäre doch mal was Witziges. Aber ich werde gleich den Heilstab definitiv safe droppen. Jetzt hätte ich mich beinahe wieder von dem erschlagen lassen. Okay, wir sind mit ihm in einer Kuppel. Und wir machen hier alle Leute raus. Na komm. Hier deine Kugeln? Ja, und diesmal machst du das komplette Bombardement. Ah, du bist ja auch im Rage. Hm. Berserkerer ist down. Ai! Ah, okay. Ich hoffe, keiner guckt sich das Video an bei Nacht, Alter. Na, war klar, dass nichts mehr übrig bleibt. Stehen wir einfach beide hin. Bringt einfach nichts. Ich will meine drei Tränke nicht verbrauchen. Ja. Da kannst du mir auch auf die Schulter klatschen. Dass wir instant das Vieh da vorne liegen haben, ist auch nice. Kämpft er schon gegen das Vieh? Muss ja. Ich fühle mich gegen das Teil irgendwie gerade nackig. Wow. Na komm schon. Irgendwas muss brechen. Ich will was brechen sehen. Und drauf auf die Nase. Wow. Na komm, jetzt fällt sie eh wieder runter. Schwertaufladung wäre ready. Dann würde ich aber echt gerne wieder warten, bis das Teil wieder liegt. Ah, endlich mal runtergeholt. Und noch mal einen auf die Nase. Nice. Noch ein bisschen brennen. Burn, Baby, burn. Wow. Oh, Flashbang. Okay, ich sehe gerade null, ne? Ich habe so kleine blaue Flecken vor Auge. Richtig unangenehm gerade. Ja, moin. War mal gerade gar nicht belastend, der Move, ne?
Was mich gerade ehrlich interessiert. Wo ist. Achso, da. Damit geben wir auch nochmal einen Schlucki, wenn ich darf. Halt im Rage-Modus, ne? Dann ist das Ding böse. Aber welches Vieh ist es nicht? Ah, das Beste wäre, wenn wir ihm jetzt echt mal was zufügen könnten. Au. Oh, ich sehe echt schwarz hier gerade. Da ist was weggebrochen. Jetzt rein theoretisch dürftest du nicht mehr so viel aushalten. Ja, wunderbar. Brüchiger Biokristall. Argsteine. Herzsucher, die ich leider nicht mehr brauche. Und das war Rizakiri. Die fliegende Mottenkugel. Immerhin ein A gesneakt. Zelle der Betäubung, Kataklysmensplitter bekommen zweimal. Ehrenhaft. Freunde, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.